Die Weihrauch HW100 FSB bei Air Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Es ist wieder Highlight-Zeit. Heute habe ich für euch die Weihrauch HW100 im Test. Ja, manche von euch wissen vielleicht, dass ich sie schon immer wieder mal in einem Video mit dabei hatte. Da hatte ich mal ein Leihmodell von dem Kumpel, da hatte ich mal den und den dabei, der die HW100 geschossen hat. Aber ein echtes Review fehlt auf meiner Webseite immer noch. Und das hole ich jetzt 5 Jahre, nachdem ich den Kanal gegründet habe, für euch nach. Ja, warum hat es so lange gedauert? Ganz ehrlich, ich weiß es selbst nicht genau. Weil jeder weiß es ganz genau, eigentlich, ich brauche gar kein Review über die HW100 machen, weil ja eh jeder weiß, dass die der absolute Kracher ist. Aber ich finde, eines der Top-Gewehre in Deutschland muss einfach auch mal wirklich bis ins Detail beschrieben werden. Und zwar ist es ein nagelneues Modell, ein 2020er. Und was sich daran gegenüber den normalen HW100 noch geändert hat, das erfahrt ihr jetzt alles. Wir machen natürlich den Chronitest, wir machen den Schusstest, wir machen den Abzugstest, wir machen heute sogar einen Schusstest auf 25 Meter in diesem Video mit dabei. Da fahren wir die 40 Kilometer schnell raus zum Schießplatz und gucken mal, was wir bei 35 Grad Hitze für euch hinbekommen. Wir geben auf jeden Fall alles, um dem Gewehr ein würdiges Video zu geben. Genug gelabert, los geht's! Wir fangen hier vorne an. Hier haben wir diesmal eine Version FSB, das heißt Full Shrouded Barrel, das heißt, dass es ein schallgedämpfter Lauf ist. Natürlich gibt es noch eine ganze Menge anderer Versionen von der Weihrauch HW100. Es gibt die normale S als FSB, es gibt die normale S ohne FSB mit einem Gewinde vorne dran und einem Schalldämpfer bzw. einem Laufgewicht. Die FSB, das ist der schallgedämpfte Lauf. Ihr werdet später beim Schusstest hören, was das bedeutet. Das heißt, ihr braucht keinen Schalldämpfer und ihr habt wirklich angenehme Zimmerlautstärke. Das Ganze, die S, gibt es auch noch als kurze Variante. Es gibt die Weihrauch HW100K. Das ist mit einem Lochschaft. Das Ganze gibt es auch noch als kurze Variante mit Lochschaft. Beides mit als Holzschaft. Dann gibt es mit einem Synthetikschaft, dann gibt es noch Sonderversionen und zwar in Grün, da habt ihr sie schon mal gesehen vor ein paar Jahren bei mir. Dann gibt es einen Schichtholzschaft mit verstellbarer Schaftkappe, verstellbarer Schaftbacke und Schaftkappe, gerade jetzt für den Field-Target-Bereich oder Hunter-Field-Target-Bereich auch natürlich interessant. Und es gibt seit, ich glaube, 2 Jahren das Ganze auch noch als Bullpup-Version. Da hoffe ich, dass ich euch die auch nochmal irgendwann vorstellen kann, weil die Gewehre haben ja ihren ganz eigenen Reiz. Die einen lieben es, die anderen hassen es. Ich will es auf jeden Fall für euch auch noch testen zu einem späteren Zeitpunkt. Ich persönlich habe für mich die 100S FSB ausgewählt. Einfach aus dem Grund, das Gewehr hat einen schönen, absolut herrlichen, jagdlichen Look. Ich werde natürlich damit nicht jagen, mit 7,5 Joule und in Deutschland sowieso schon mal ganz und gar nicht. Und weil ich grundsätzlich sowieso dagegen bin, jeder wie er mag, jeder darf das machen, was er will. Ich persönlich werde nicht jagen gehen. Aber mir gefällt einfach der Holzschaft, der jagdliche Look und ja, der etwas dickere Lauf durch diesen FSB-Mantel. Und aus dem Grund habe ich mich für das Modell entschieden. Also, wir fangen einfach mal an. Was haben wir? Wir haben den Lauf versteckt hier in der FSB-Hülle. Wir haben unten dran die Kartusche. Das ist eine 200 Bar Kartusche. Eine Stahlkartusche, die eine Kapazität, also sprich eine Reichweite bei den 7,5 Joule von ungefähr 380 Schuss hat. Also allein da sieht man schon mal, was die Ingenieure hier geleistet haben, weil diese Effizienz, diese Ausbeute ist wirklich schon atemberaubend, muss man sagen. Oft hat man bei den Größen eine Ausbeute 150, 200 Schuss. Dann das nächste Tolle an der Kartusche ist, ihr seht hier, ich drehe die mal kurz für euch, ihr seht hier den Anschluss für einen Quickfill. Aber das ist nicht alles. Im Lieferumfang enthalten ist nämlich auch der Anschluss für an eine 5/8 Zoll Pumpe bzw. 5/8 Zoll Gewinde einer Flasche. Das heißt, man kann diese Kartusche auch herausdrehen und kann sie direkt an einer, ja, als Beispiel Gehmann-Pumpe oder an einer, ihr kennt diese Taucherflaschen, halt direkt befüllen oder direkt per Quickfill. Kenne ich so überhaupt nicht, dass im Lieferumfang beides enthalten ist. Das ist schon mal ein riesiger Pluspunkt. Dann kommen wir als nächstes zum Systemblock hier.
Im Systemblock wurde bei dem 2020er Modell etwas am Ventilblock geändert. Da wurden einige Optimierungen vorgenommen. Und dann haben wir hier den Ladeschacht für das Magazin. Hier wird das Magazin einfach reingesteckt, dann der Hebel nach vorne gemacht, beim Repetieren zugemacht. Es ist jetzt natürlich nicht geladen und dann kann man den Schuss abgeben. Das ist in dem Fall hier ein 7,5 Joule System mit einem F. Ihr seht es hier im Fünfeck, das heißt maximal 7,5 Joule. Aber seit 2020 gibt es die Weihrauch HW100 sogar bis zu einer Leistung von 50 Joule. Braucht ihr hier in Deutschland eine WBK, außer ihr seid halt eben im Ausland, dann habt ihr vielleicht das Glück und seid im Genuss und könnt halt auch das ganz starke schießen. Da geht natürlich dann die, ich sag mal die Reichweite, was die Schussanzahl geht, natürlich ein bisschen nach unten. Dann kommen wir zum Repetierhebel. Auch hier haben wir was Neues. Und zwar ist dieser Stift dabei, dass man den zu einem Biathlon-Repetierhebel machen kann. Das kann man optional entscheiden. Man kann entweder nur den Repetierhebel hier wählen oder den im Lieferumfang enthaltenen Stift dann halt eben dran schrauben. Und dann kann man das noch komfortabler repetieren. Dann haben wir hier die manuelle Sicherung. Im Moment steht sie auf Fire. Ihr seht den roten Punkt. Und wenn das Gewehr gespannt ist, lässt sie sich aber auch, lässt sie sich aber natürlich auch sichern. Das Ganze wird natürlich einmal nur gemacht. Das heißt, ihr könnt die 14 Schuss, die im Kaliber 0.177 4,5 mm sind, dann ohne jedes Mal die Sicherung zu betätigen, nacheinander mit zwischenzeitlichem Repetieren dann abgeben. Dann haben wir den Walnussschaft mit einer griffigen Punzierung hier im Vorderschaftbereich und im Griffbereich. Ihr seht, dass ich hier das Glück eines wunderschönen Walnussschafts hatte und farblich hier unten mit einer weißen Linie abgesetzt am Griff und hinten an der gummierten Schaftkappe. Die Schaftbacke ist hier in dem Fall hier etwas erhöht, sodass sich das Gewehr wirklich super an der Wange anschmiegt. Was auch noch sehr, sehr interessant ist und was auch ein richtig cooles Feature ist letzten Endes. Wir haben oben hier bekannt die 11 mm Prismenschiene und das 2020er Modell hat jetzt eine Bohrung vorne und hinten, dass direkt auf diese Schiene aufgebracht werden kann, eine im Lieferumfang enthaltene Picatinny-Schiene. Und schon könnt ihr mittels Picatinny-Montage, Picatinny-Schnellmontage ein Ziel von Rohr hin und dann auch wieder wegmachen. Das Tolle an der HW100 gegenüber vielen anderen Gewehren ist, dass das Magazin praktisch fast komplett im System verschwindet. Das heißt, wenn ich das Magazin hier einsetze, mache den Hebel nach vorne, mache zu, lässt sich auch hier oben drüber eine durchgehende Picatinny-Schiene problemlos anbringen, weil das Magazin das Ganze nicht behindert. Oft hat man es halt eben, dass man dann eine zweiteilige Montage nehmen müsste. Hier könnte man sogar eine Einblock-Montage für die HW100 verwenden, die ja bekanntlich die beste Option ist. Ich selbst habe eine Sportsmatch-Montage hier drauf gebaut, die höhenverstellbar ist, dass ich es hinten etwas höher stellen kann, dass ich eine leichte Vorneigung dann zum Beispiel drin habe. Noch eine kleine Sache zum Zielfernrohr. Heute kommt das Hawk Air Max Kompakt 6 bis 24 x 50 mm zum Einsatz. Und damit will ich mal schauen, was ich jetzt für euch zum einen hier auf 11 Meter und dann draußen auf dem Schießplatz auf 25 Meter mit dem Luftgewehr für euch rausholen kann. Natürlich habe ich in den letzten Tagen schon richtig viel geschossen. Und ich habe ein paar Diabolos gefunden, die 1A mit dem Gewehr funktionieren. Die Air Gun Finest. Bin ich absolut happy. Und das hebt für mich die Emotion und die Bindung zu dem Gewehr nochmal um einiges weiter, wenn ich meine eigenen Diabolos natürlich schießen kann. Und ich hoffe, dass ich die Leistung, die diese Kombination bringt, auch wirklich jetzt im Schussbild niederschlägt. Ich werde auf jeden Fall alles für euch geben. Jetzt natürlich ganz wichtig noch der Abzug. Wir haben hier einen Match-ähnlichen Abzug, der auch verstellbar ist. Ihr könnt den Abzug im Abzugsgewicht und im Druckpunkt einstellen. Zum Abzugsgewicht machen wir jetzt natürlich wieder den
Abzugstest und schauen einfach mal, wie hoch denn das Gewicht werkseitig eingestellt ist. Ich selbst werde es auf jeden Fall so lassen, weil es hundertprozentig 1A funktioniert. In der Bedienungsanleitung steht es auch drin, dass man sehr gerne die Einstellungen vom Werk verwenden möchte, weil dort ist es nicht so, dass sie aus der Maschine rauskommen und zum Kunden geschickt werden, sondern die wird wirklich von einem echten Menschen dort eingeschossen und perfekt für den Kunden dann vor der Auslieferung eingestellt. Aus dem Grund werde ich persönlich auch überhaupt nichts an dem Abzug verändern, weil der ist bombig. So, also jetzt wird es Zeit für den Abzugstest. Ich habe den Lühmann Abzugstester. Wir testen mal das Gewicht, wie es werkseitig eingestellt ist. Und los geht's. Ey, wir haben hier wirklich fast einen Matchabzug. 176 Gramm. Ich weiß, dass bei meiner Anschütz, bei meinem Matchgewehr, der Abzug zwischen von 30 bis 170 Gramm einstellbar ist. Also das ist ein grandioser Wert und dass sich sowas natürlich auch im Schusstest und beim Schussergebnis niederschlägt, das zeige ich euch jetzt, weil jetzt wird es Zeit. Erst für den 11 Meter Schusstest und wir gehen dann direkt zu den 25 Meter Schusstest, raus auf den Schießplatz und schauen uns bei 35 Grad Hitze und vermutlich etwas Wind an, was wir da zusammenbekommen. Also viel Spaß, Leute! So, jetzt sind wir da angekommen, wo ihr die ganze Zeit drauf gewartet habt. Wir sind beim Schusstest. Ich habe schon die ersten 14 Schuss hier in das Trommelmagazin geladen. Die Air Gun, die ist fein, ist im Kaliber 4,50 mm. Ich mache den Repetierhebel nach vorne und dann hätte ich gesagt, legen wir mal los. Ich versuche mal die Klappe ein bisschen zu halten, dass ich so präzise wie möglich schießen kann. Los geht's, Leute. 11 Meter Entfernung, später gehen wir auch noch auf die große Distanz. Jetzt schauen wir erstmal, was wir ohne Wind zusammenbekommen. So, das waren die ersten fünf. Machen wir gleich noch einen Fünferkreis. Ah. So, das war der zweite Fünferkreis. Jetzt wechsle ich mal die Scheibe aus und dann mache ich noch zweimal fünf Schuss für euch. Ja, das Tolle an der HW100 ist einfach unter anderem das Magazin. Ihr seht, wie super easy das zu laden geht. Man muss nicht erst irgendeine Plastikkappe abbauen oder sonst irgendwas, sondern man nimmt einfach die Trommel, steckt mit dem Kopf zuerst das Diabolo rein und von diesem Gummiring, der hier rings einmal außen rum geht, werden die Diabolos dann festgehalten, ohne dass eins rausplumpst, ohne dass eins, zerdrückt, beschädigt oder sonst irgendwas wird. Also das ist natürlich echt bewährtes System und funktioniert wunderbar. Jetzt konzentriere ich mich wieder und wir machen den nächsten Schuss. Edzertler. Das waren nochmal fünf schöne. Bis auf den vierten. Die anderen vier waren richtig gut.
So, das waren 20 Schuss auf 11 Meter Distanz. Wir zoomen mal ran und gucken uns die Ergebnisse mal an. Am besten hat mir der dritte Streukreis gefallen. Da war zwar einer noch ein Millimeter, ist ein bisschen abhanden gekommen, aber da sieht man mal ungefähr, was das Gewehr wirklich zum Leisten imstande ist. Also das ist für ein, in Anführungszeichen, Freizeitgewehr ist das natürlich absolut Oberklasse. Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal so einen guten Streukreis hinbekommen habe, außer ich habe eine Matchwaffe in der Hand gehabt oder wenn ich es überhaupt schon mal bekommen habe. Aber jetzt gucken wir auch mal, was wir, leider ist es heute ein bisschen windig, aber wir schauen mal, was wir bei ein bisschen Wind draußen auf 25 Meter hinbekommen. Wir sehen uns gleich wieder draußen auf dem Schießplatz, 25 Meter. Wir sind auf dem Schießplatz angekommen. Ich schieße auf 25 Meter. Als Zielfernrohr ist das Hawk Air Max Kompakt 6-24x50 Zielfernrohr. Das habe ich auf 24-fache Vergrößerung gestellt. Ich schieße natürlich mit den Airgundies Finest. Vorhin habe ich ein richtig geiles Ergebnis zusammenbekommen. Ich hoffe, der Wind und meine Hand sind mir wohl gewogen und dass ich das halt eben einfach nochmal zusammenbekomme. Wir machen insgesamt 20 Schuss, 4-5er Gruppen und dann gucken wir einfach mal, sollte mal einer ausreißen durch den Wind oder sonst irgendwas, dann können wir ja uns den ja wegdenken. Also, los geht's, Leute. Minimal wackelig, der Tisch wackelt auch ein bisschen. Ah! Okay, wir gehen gleich über zur nächsten Gruppe. Es ist ein bisschen windig. Oh Mann. Dann noch ein bisschen stärker. Und noch einen in die Gruppe. Ah, das war doch eine geile Gruppe, oder? So, ich nehme kurz das Magazin raus, fülle noch mal ein paar nach, dass ich die Gruppen dann, weil es sind nur noch 4 Stück drin, es ist ein 14-Schuss-Magazin hier, und ich möchte natürlich die nicht in den 5er-Gruppen unterbrechen. Die Karte, die mir beilag, als ich das Gewehr bekommen habe, da sieht man den Streukreis bei 54 Schuss mit den Airgundies Finest von 13 mm. Das kriege ich auf 25 Meter. Das kriege ich natürlich jetzt nicht ganz zusammen. Natürlich war das in der Halle. Es war eingespannt und so weiter. Das ist natürlich nochmal andere Voraussetzungen, als wenn ich hier bei Wind und einem wackeligen Tisch schieße. Aber darum geht es ja nicht. Was ich euch zeigen will, ist einfach, dass ich auch was zusammenbekomme mit dem Gewehr. Also, dass es nicht allzu schwer ist. Und wenn ich das zusammenbekomme, schafft ihr es schon dreimal. Nein! Oh, jetzt habe ich Rückenwind. Aber geht trotzdem noch rein. Okay, die letzte Gruppe. Ein bisschen gewackelt leider.
Ah, das wird nichts. War der erste schon so verwackelt. Dann haben wir mit dem ersten Schuss versaut die Gruppe. Ja, wenn der erste nicht gewesen wäre. Also sonst, ich gucke gerade nochmal durch, wir schauen es uns gleich aus der Nähe an. Ich habe immer mal pro Gruppe einen dabei, aber die anderen sind echt richtig klasse. Ich hätte vorgeschlagen, wir gucken es uns aus der Nähe an. Also guckt euch mal das Ergebnis an. Da verschwindet jeder Streukreis. Obwohl ich echt immer wieder mal einen Fehler mit reingemacht habe. Easy unter einem 10-Cent-Stück. Also guckt euch mal die drei Gruppen hier vor allem an. Das sind fast alle in ein Loch reingegangen und einer, ja, es ist auch nicht ganz einfach, muss ich ganz ehrlich stehen. Der Tisch wackelt ein bisschen, hier hinten muss ich immer ein bisschen den hinteren Sandsack ein bisschen zusammendrücken, dass es von der Höhe genau passt. Mit einem Zweibein wäre es natürlich noch mal ein bisschen einfacher. Ich will mich auch gar nicht rausreden, weil ich finde, da gibt es auch überhaupt nichts rauszureden. Es ist einfach ein geiles Ergebnis. Das muss man so stehen lassen. Ab zurück ins Studio. Ja, kommen wir zum Fazit. Was soll ich überhaupt noch dazu sagen? Das Fazit könnt ihr euch eigentlich selbst machen. Ich bin hin und weg. Ich finde das Gewehr wirklich grandios. Ich fasse es einfach noch mal kurz zusammen. Der Repetiermechanismus, das schaffe ich, da ist der kleine Finger viel zu kräftig dafür. Da braucht man 0,0 Kraftaufwand. Also das ist grandios. Das Schussergebnis, ich habe ja meinen weltberühmten Cent. Der ist einfach 10-mal größer als das Schussergebnis auf 11 Meter Entfernung. Und ich wette, wenn ich das Gewehr einem Profi in die Hand gebe, der bringt es noch mal kleiner hin. Also da ja, sind wahrscheinlich 5 mm, 5,5 mm, keine Ahnung, ist auch völlig egal. Also grandios. Ich habe eine Scheibe hier, die wurde, als das Gewehr eingespannt war, wurde das getestet. 54 Schuss mit den Airgun des Feinest auf 25 Meter mit einem Streukreis von 12 mm. Also ich habe das digital hier, habe es ausgedruckt hier, sonst hätte ich selbst nicht geglaubt. Ich selbst habe das leider nicht ganz zusammenbekommen, aber ich hatte das Gewehr auch nicht eingespannt. Ich hatte auch Wind, das waren keine, ich sag mal, Laborbedingungen, aber die Schussergebnisse bombastisch. Also wirklich, ich bin so hellauf begeistert. Die Schussausbeute, wir haben draußen auf dem Schießplatz lange geschossen, wir haben den Schusstest gemacht, wir hatten den Kroni-Test, wir hatten alles und da tut sich fast nichts. Das sind am Schluss dann 50 Bar weg oder so. Also absolut hervorragend, was die Effizienz ausgeht. Materialverarbeitung, ich kann dem Gewehr, ja, ich sag mal, fast die Bestnote geben. Es gibt wirklich praktisch nichts, vor allem an der Verarbeitung, was man dann in irgendeiner Weise noch besser machen könnte. Vom Handling her 1A, sowohl das Befüllen des Magazins als auch das Geben des Magazins in das Gewehr, das Repetieren, das Schießen selbst, das Füllen der Kartusche, wo ich beide Möglichkeiten habe, das Einstellen des Abzugs, ja, was soll ich am Handling noch besser machen? Also ich will meiner Website nicht vorgreifen, weil ich will, dass ihr auf ergandi.de auch noch die ganzen Fotos, die wir dazu gemacht haben und auch noch mein Fazit und die Bewertung anschaut. Aber das ist ein Handling 10 von 10, weil mir fällt einfach nichts mehr ein, was da irgendwie noch besser sein soll. Für wen ist das Gewehr geeignet? Das Gewehr ist für jeden geeignet, der die Möglichkeit hat, 1000 Euro auszugeben. Das Gewehr ist ein absolut geiles Blinkergewehr, weil es unglaublich Spaß macht, die 14 Schuss nacheinander hochpräzise rauszuhauen. Das Gewehr ist für den ambitionierten Freizeitschützen, der halt wirklich Präzision üben möchte. Das Gewehr ist definitiv für jemanden, der in Field Target, Hunter Field Target einsteigen möchte. Natürlich messt ihr euch dann mit den ganzen Steyers, Feinberg, Baust, die einfach mal das 2-2,5-fache kosten. Aber ich habe schon unglaublich gute Ergebnisse mit den HW-100s gesehen. Also das heißt, auch hier könnt ihr loslegen damit. Das Gewehr ist aber auch für den Einsteiger geeignet. Derjenige, der halt einfach das Geld ausgeben kann. Aber Made in Germany kostet Geld. Wir wollen Qualität, dann brauchen wir uns auch nicht wundern. Dann kostet halt so ein Gewehr einfach mal ein Tausender. Aber das Gewehr ist absolut einsteigerfreundlich, weil es kinderleicht zu bedienen ist. Ich habe euch, wenn ich das jemand erklären soll, ihr wisst, da brauche ich, oder da habt ihr gesehen, da brauche ich 3 Minuten dafür und derjenige kann das Gewehr einfach schießen. Also
Absolut grandios. Ihr habt einen Service in Deutschland, wenn mal was sein sollte. Ich hatte noch nichts damit, aber wenn mal was sein sollte, dann habt ihr einen deutschen Ansprechpartner dafür. So langsam gehen mir die Superlativen aus, so langsam weiß ich gar nicht, was ich noch dazu sagen soll. Ich werde das Gewehr behalten. Das Gewehr wird bei mir einen Ehrenplatz bekommen. Erstens, weil es mir optisch 100% gefällt. Und zweitens, wenn ich es schaffe, solche Ergebnisse zu erzielen, ja, was soll ich denn dann noch hin? Ihr merkt, ich bin sichtlich geplättet. Ich bin relativ sprachlos, was ja wirklich selten passiert. Und das, obwohl ich die ganze Zeit irgendwas erzähle. Aber ja, ich bin begeistert. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Schaut auf ergandi.de vorbei. Abonniert euch die Website. Es kommen mittlerweile 2 Beiträge pro Woche. Ich weiß, viele haben mich auf YouTube abonniert, aber ich erreiche immer wieder Zuschriften, dass die Leute sagen, hey, ich habe dir gar nicht mitbekommen. Ich habe gedacht, du hast schon lange kein Video mehr gemacht. Ich bekomme keine Benachrichtigung mehr. Leider ist es bei YouTube so, dass sie einfach nicht jede Benachrichtigung bekommst, wenn das online kommt. Momentan 1 bis 2 Videos die Woche. Leute, abonniert euch die Website. Es gibt tolle Gewinnspiele. Es gibt immer wieder richtig geile Sachen zu gewinnen. Bleibt dran. Schaut auf Facebook vorbei. Schaut auf Instagram vorbei. Jetzt brauche ich was zu trinken. Ich bin sprachlos. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, sagt der Gandhi.